Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Flinken Pfotenschule. Heute geht es mal wieder um Fingerübungen. Wie ihr gemerkt habt, ist der Übergang vom A zum C oder vom G zum H oder vom A zum H relativ schwierig und sollte auch vernünftig geübt werden. Ich werde euch erstmal die Fingerübung zeigen und dann nochmal einen kleinen Trick. Naja, eigentlich ist es kein richtiger Trick, es ist so, wie man richtig greifen sollte. Und ja, ich hoffe, ihr werdet dann fleißig üben und den Übergang auch leichter meistern. Beginnen wir nun mit der ersten Übung. Ihr seht, wir sollen vom tiefen E, das kennt ihr ja, zum H, also zum eingestrichenen H. Das machen wir, indem wir die Duodezimklappe einfach nur dazu greifen. Dazu sollte der Daumen auf jeden Fall schon so liegen, dass das Loch abgedeckt ist, aber gleichzeitig so, dass wir mit einer kleinen Bewegung schon die Klappe öffnen können. Gut, machen wir das mal. Erst langsam anfangen und dann schneller werden. Dabei ist es unerheblich, wie oft das jetzt auf dem Blatt steht. Übt es einfach so, bis ihr ein Gefühl habt, dass ihr da halbwegs sicher drin seid. Steigert die Geschwindigkeit, bis ihr merkt, dass ihr nicht mehr drin sicher seid und werdet dann wieder langsamer, sodass ihr wieder sicher seid. Umso schneller ihr das könnt und euch sicher fühlt, umso besser. Okay, in der zweiten Übung haben wir eigentlich das gleiche Thema, nur mit dem Wechsel vom H, also zum eingestrichenen, vom eingestrichenen H, zum G. Also müsst ihr hier diese beiden Tasten loslassen. H, G. Und natürlich die Duodezimklappe auch loslassen. Also H, G. Den Daumen sozusagen ganz leicht nach oben machen, sodass das Loch noch verdeckt ist, aber die Klappe nicht mehr betätigt wird. Okay, beginnen wir mal. Ihr könnt das natürlich noch schneller üben, aber in der Geschwindigkeit reicht es zum Anfang erstmal aus. Okay, die dritte Zeile. In der dritten Zeile sollen wir das C spielen, also dieses C, und dann das eingestrichene C. Der Wechsel ist schon mit ein paar mehr Fingern verbunden, also vier Finger mehr. Und dazu kommt noch die Duodezimklappe. Okay, probieren wir es einfach mal. Fangt wieder langsam an und werdet schneller. Gut. Auch das sollte eigentlich halbwegs geklappt haben. Wenn es nicht so schnell ist, wundert euch nicht, das kommt erst mit der Übung. Jetzt haben wir das G und das H. Also nichts greifen und dann auf einmal alles greifen. Also alle Finger, die wir bewegen können, sind eigentlich jetzt besetzt. 9 Finger. Erst das G, nichts greifen und dann alles benutzen. Langsam anfangen und schneller werden. Zwischen dem A und dem H. Da werden wahrscheinlich die meisten Leute Probleme haben, weil man ja erst die Taste hier oben betätigt und dann auf einmal wieder alles greifen muss. Ist ein bisschen blöd, aber dafür gibt es auch einen Trick. Erstmal spiele ich euch das langsam vor und dann, wenn wir mit allen Übungen durch sind, zeige ich nochmal, wie es ein bisschen einfacher geht. Ihr solltet das wirklich langsam üben und dann probieren, schneller zu werden. Wenn er dabei scheitert, ist auch nicht so schlimm, einfach weiter probieren. Und nun die letzte, die ist ein bisschen komplizierter. Da haben wir erstmal ein A, dann ein H. Und dann haben wir ein G und dann ein C. Und das immer abwechselnd. Langsam anfangen und schneller werden. Ganz kurz.
kurz, vielleicht habt ihr es sogar schon gesehen, aber für den Fall, dass ihr es nicht gesehen habt, werde ich das jetzt auch mal ganz kurz nochmal vom Namen zeigen, wie das im Einzelnen gegriffen wird. Und zwar, ihr müsst einfach nur das A erstmal greifen, greift das relativ weit vorne, sodass das G-Loch nicht verdeckt ist, aber halt, dass ihr recht schnell wieder zurück könnt zum G. Und jetzt kommt der ganze Trick dabei. Ihr macht eine rollende Bewegung. Also ich fange jetzt mal mit dem H an und dann greife ich das A, indem ich einfach nur alle Finger wegnehme und den einen rüberrollen lasse. Seht ihr es? Es geht relativ schnell. Okay, wenn ich jetzt nicht die Klarinette fixiere mit dem Mund, dann ist es ein bisschen schwerer. Ich mache es jetzt mal ganz kurz auf den Stehgreif. Ihr müsst nicht hier von wegen springen, sondern ihr müsst einfach nur den Finger rollen. Also so rüberrollen lassen. Und schon habt ihr kein Problem mehr damit. Achtet dabei dann ein bisschen darauf, dass ihr richtig greift. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video mal wieder ein bisschen weiterhelfen und euch den Übergang ein bisschen leichter machen. Das wird in Liedern jetzt sehr häufig drin vorkommen. Und übt es, bleibt am Ball und ihr werdet sehen, ihr werdet bald viel besser sein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!